Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Let's Play hier auf diesem Channel. Wie ihr bereits erkennen könnt, handelt es sich um Salt and Sacrifice. Wenn ihr schon längere Zeit auf dem Channel dabei seid, wisst ihr, dass ich Salt and Sanctuary eigentlich ziemlich geil fand und habe mich sehr gefreut, als es eine Fortsetzung oder spirituellen Nachfolger, es ist eine Fortsetzung gab. Kurzer Disclaimer. Ganz kurz, ich habe das Spiel nicht durchgespielt, das war auch volle Absicht, ich probiere mal was Neues. Ich wollte 10 Stunden spielen, damit ich zumindest ein Gefühl für das Spiel habe und wie es losgehen kann. Ne? Das ist auch schon alles. Ich habe mir ein paar der Klassen angeguckt, wo sie im Skilltree starten. Jede Klasse startet ja immer so ein bisschen anders im Skilltree und genau, das ist alles. Jetzt muss man wieder auf die Tastatur umswitchen und wir nennen die kleine... ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die erste hieß. Wir nennen die jetzt so. So heißen immer die zweiten bei mir. Und ich muss eins sagen, ich finde die... ich finde die Steuerung eine Katastrophe. Ich finde die so schlecht. Mir fehlt wirklich... Ich hasse sie so sehr, die Steuerung. Ich weiß nicht, wie wir im Let's Play damit klarkommen sollen. Ich gebe mein Bestes, ich verspreche es. Ja, wir spielen längst so ein Katzenwesen. Wirklich so mega krass in die Story konnte ich noch nicht eintauchen, aber ich gebe mir die größte Mühe. Wir werden das hier ernst nehmen, ne? Aber ein super vollwertiger Lore-Run wird das hier an dieser Stelle noch nicht, weil ich habe mich damit noch nicht so krass auseinandergesetzt. Hasenknödel. Nee, Hasenkot. Nee, Hasenknoten. Ich finde aber Hasenkot besser. Hasenknot. Gibt es hier auch mal was mit langen Haaren? Es ist keine Phase, Mom. Gib mir den Hasenkot. Komm, wo ist er? Da. Haarfarbe. Ja, boah, vielleicht werden wir hier noch ein bisschen was. Das sieht aus einer Chili rumgekaut. Wir wissen alle, was sie mit Shrek veranstaltet hat, um so eine Farbe zu kriegen. Was ist das? Schnurhaare glatt rasiert? Ja, keine Ahnung. Wir sind Enken Fury, sind wir, aber. Das sind Bärte, ne? Das wird hier als Schnurhaar bezeichnet. Aber wir haben auch Schlitzaugen von den Katzen. Ne? Augenbraunenfarbe. Das muss doch blond sein bei mir, ne? Sonst sieht das ja komisch. Lebkuchen. Oh nee, blond sieht komisch aus. Gibt es auch schwarz? Mich zu Hause nochmal ein bisschen geschminkt. Nochmal so ein bisschen. Rubin? Rosine. Ah, Chocolate. Le Chocolate. So, die Startbelohnungen. Bestimmt, das Verbrechen bestimmt eure Startbelohnung. Ey, fragt mich nicht, was das ist. Ich kenne diese ganzen Gegenstände nicht. Ja, ich. Super professioneller Start hier. Ins Loreplay. Ich weiß nicht, was eine Fälschung ist. Ich weiß nicht, was Heresy ist. Unzucht weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Das sind alles Gegenstände, die man später wiederfindet. Überhaupt kein Problem. Einige davon sind... Das ist ein Multiplayer-Gegenstand. Das ist ein Multiplayer-Gegenstand. Ich schätze mal, das sind auch Multiplayer-Gegenstände. Was haltet ihr von Fälschung? Wir nehmen jetzt Fälschung. So. Wir ziehen jetzt mal weiter, damit hier mal die Story ins Rollen kommt. Soul and Sacrifice war mega geil, war völlig broken das Spiel, war Teil des Charms, ich bin verdammt. Die ultimative Strafe des Reichs erwartet mich für mein Verbrechen der Fälschung. Aber es gibt noch einen anderen Weg, ein gezeichneter Inquisitor zu werden. Ich habe den Magi-Yaban getrunken und habe die Worte gesprochen. Mein Gefängniswärter bringt mich zur Weggrenze, wo das Flüstern von Magie sich wieder regt. Ich lebe jetzt nur noch, um Magier zu jagen. Ich erkläre euch das gleich alles.
Ich habe einen Krieger genommen mit Absicht. Hoffentlich, weil ich sehe gerade aus wie ein Schilfländer da auf dem Pferd. Mein Schilfländer ist bestimmt ganz nice. Was hat er mit seinem... Nee, ich bin Krieger. Was hat er mit seinem Körper gemacht? Und außerdem, nimm diesen Sack vom Kopf, Alter. Nimm das auch vom Kopf. Nein, nimm es vom Kopf. Wie lege ich das ab? Anlegen, Info, scrollen. Nein, ich will es ablegen. Tu es weg. Tu es weg, bevor ich ausraste. Danke. Mann, wofür gebe ich mir in Rollenspielen überhaupt die Mühe, einen Charakter zu entwerfen? Ich habe die Steuerung aufs Übelste verstellt. Ihr wollt nicht wissen, wie krass ich die verstellt habe, Mann. Guckt euch das an. Da, Schulter. Ich habe mir die Schultertasten belegt. Das ist nervt. Das nervt wirklich, dass ich da drauf drücken muss. Und kann man da hinten? Ja. Wurf-Fernkampf ist hier die Pest. Fernkampf ist nicht gut gelöst. Erfordert viel Gewöhnungsbedürftigkeiten. Das ist ein Tutorial, falls ihr das noch nicht erkannt habt. Es gibt hier auch einen Tutorial-Boss, der euch natürlich wieder typisch Souls and Sacrifice mäßig umbringt. Man kann ihn aber auch besiegen. Ich habe es noch nicht geschafft, aber ich habe auch noch null Bock gehabt, es wirklich intensiv zu probieren. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, geht's mit dem Magier am besten. Ich habe mit dem falschen Knopf gerollt. Ich habe die Steuerung leider erst nach mehreren Stunden Spielen umgestellt. Und mein Gehirn befindet sich in so einem wirklich verkackten Limbo zwischen alter Steuerung und der neuen Steuerung, die ich habe. Gott sei Dank, du bist nicht tot. Ja, jetzt haben wir diesen fahlen Gesichtsausdruck mit dieser Aura, die so nach Furz aussieht. Magie gezeichnet, aber nicht tot. Also hat der Magier Banritos gewirkt. Baleel persönlich muss über dich gewacht haben, als du diesem Biest im Wald begegnet bist. Es war pures Glück, dass der Stahlhelfer Breen in der Nähe war. Ach so, du warst auf der Schwelle des Todes, als er dich ins Ablasshändlertal zurückgebracht hat. Glücklicherweise konnte ich dich wieder aufpäppeln. Du kannst mich Kräuterfrau Schena nennen. Ich bin die Heilerin der Inquisition hier im Ablasshändlertal. Der Name ist irgendwie so komisch. Hier, nimm dieses Kräutlingsfläschchen und trink davon, wenn du das nächste Mal verwundet wirst. Vielleicht irgendwelche Fragen? Kräutlingsfläschchen ist eure Estusflask. Ich kenne mich mit Kräuterkunde und Heilung aus. Ich bin hier talentiert darin, Kräutersfläschchen aus Talkräutern herzustellen. Solltest du im Tal irgendwo Schimmerknospen finden, kann dir Grünstimme Trister helfen, die Wirksamkeit der Kräuterfläschchen zu verbessern. Wer zur Hölle ist Belial? Der Name der Götter sind uns nicht mehr so geläufig wie früher, darum wundert es mich nicht, dass ein ausgebildeter Magierjäger nach Belial fragt. Belial ist eine uralte Gottheit aus Hebräischen, glaube ich. Ist das richtig? Nicht falsch aus dem Fenster lehnen, aber gibt es schon seit Ewigkeiten. Gab es, glaube ich, sogar schon vom Christentum. Ist aber egal, hier ist es die Gottheit der heilenden Winde. Man sagt, sie zöge Fliegen von den Kranken in einen Krug mit magischem Öl und verwandeln sie so in Schmetterlinge. Oh Mann, das tut der Belial auf unserer Welt garantiert nicht. Magie gezeichnet. Jawohl, Magie gezeichnet. Ohne die Magier Banritos, dem du dich unterzogen hast, wärst du in diesen Wäldern gestorben. Dieses Gebiet ist mit entstellter Magie verseucht, aber das hat auch einen Vorteil. Wer erfolgreich den Magier Banritos durchlaufen hat, kann den sicheren Tod abwenden und stattdessen ein Magiegezeichneter werden. Nicht lebendig, nicht tot, sondern reanimiert durch die mystischen Verzerrungen in dieser Region. Es gibt einen Weg, Buße zu tun, dich wieder von den Magiezeichen zu befreien und ins Leben zurückzukehren. Dafür brauchst du einen sehr seltenen Gegenstand, einen sogenannten schuldlosen Splitter. Die Verderbtheit der Magie und ihrer Gefolgsleute hat eine kristallisierende Wirkung auf das bisschen Reinheit, das noch verblieben ist. Diese verdichtete Kristalle sind splitterreine der Unschuld. Jag die verschlingende Magier und ihre Helfeshelfer, wenn du Buße tun. Bleib gesund. Geh mir nicht auf den Sack. So.
zu dem Spiel. Das ist der Schmied. Der kann aus Bauteilen von Gegnern Waffen und Rüstungen fertigen. Dieses Spiel ist ziemlich so wie Monster Hunter. Ich erkläre das. Du bist Helia, nehme ich an. Ich bin Verteidigerin Hera. Rein technisch gesehen habe ich das Sagen hier im Ablasshändlertal. Gott, der Name ist so scheiße. Aber ich tue hier nur meine Buße wie alle anderen auch. Du musst sofort nach Aschenflug aufbrechen, aber dazu musst du erst mit Runenleserin Didela reden. Geh die Steintreppe im Westen runter, bis du einen Krater triffst. Dann gehen die nächsten paar Steinstufen runter in den Osten, bis du Teich kommst. Sprich dann mit ihr für Portal, bla bla, geh mir nicht auf den Sack. Also es hat wirklich viele Monster Hunter Elemente übernommen, die da zum Beispiel Gegner töten, hinterlassen Ressourcen. Bosse töten, hinterlassen Ressourcen und aus den Boss-Teilen, ähnlich wie bei Monster Hunter, kann man sich dann Rüstungen und Waffen fertigen und man kann diese auch sehr stark aufwerten. Man levelt hier ab und kriegt dafür Perlen und diese Perlen kann man wiederum in sein Skilltree investieren. Der Skilltree ist eines der geileren Features dieses Spiels, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag das System, ich mochte es schon beim ersten. Ich mochte es schon bei Final Fantasy X, ich mochte es bei Path of Exile. Ich mag Skilltrees, aber ich bin auch ein verdammter Nerd. Ich nerde gerne in so einer Scheiße rum. Ja, wir können hier noch nicht so schrecklich viel machen. Wir heben hier alles auf und verpissen uns. Das ganze Let's Play soll nicht, die ganze Episode soll nicht daraus bestehen, wie wir hier in dem Hub herumeiern. Ja, ja, er hat uns gerettet, glaube ich. Er oder der Schmied, weiß ich jetzt nicht. Ich sag dir, wir nehmen die Lore ernst, das tun wir auch, aber jetzt machen wir erstmal die Biege. Wir kriegen mal ein bisschen Action hier rein. Katze kraulen, sonst ist tot. Steht hier eine Wache? Nein, hier steht keine Wache. Interessant. Gesperrt. So, wir reisen hier vom Hub, ähnlich wie bei Demon's Souls, durch Portale in andere Welten, wo wir dann auf magische Abenteuer gehen und das ist die Braut, die da sich mit auskennt. Was zur Hölle war das nochmal? Koop-Tafel. Nee. Du bist bereit, das Spiegelportal zu betreten? Spiegelportal? Ja. Du bist gerade erst angekommen und die Magie in diesen Wäldern ist wenig bekannt, selbst bei Inquisitoren. Hinter dir befindet sich das Spiegelportal, eine Brücke zwischen verschiedenen Orten. Ich heiße Runenleserin Didela und bin die Hüterin des Spiegelportals. Die Verderbnis der Magie hat bereits begonnen, diese Wälder zu vergiften, was eine Reise über das Land fast unmöglich macht. Aber das Spiegelportal kann uns direkt an die grausamen und verderbten Magiern bringen, die dieses Land heimsuchen. Das Spiegelportal wird durch arkane Worte aktiviert, die mit Runenstein geschrieben werden. Als gezeichnete Inquisitorin musst du stets nach neuen Runensteinen suchen. Ich kann dir einiges über Runensteine erzählen. Reise nach Aschenflug. Wähle die Rune aus dem Korb und tritt in das Licht. Okay, ich hätte gerne jetzt eine Rune aus dem Korb. Aschflug. Akzeptanz. Portal betreten. Wir sehen uns später, ihr Loser. Jetzt können wir ein bisschen reden. So, wir können jetzt ein bisschen reden. Das sind Dinger, die berührt man, dann wird man wieder aufgefüllt und man kann zurück ins Lager reisen. So. Das Spiel scheint mittelschwer zu sein. Ich kann es nur sehr schwer einschätzen. Ich habe ja Magier gespielt und ich muss sagen, Magier war schon ganz schön krass. Also, hat der zwischendurch viel Schaden gemacht. Holy fucking shit. Das Spiel können zwei spielen, ein kleines Arschloch. Der ist am Anfang echt Knüppelsack schwer. Das ist eine etwas offenere Welt. Das Spielwelt ist wirklich offen angelegt. Man kann halt eben nicht überall hin. Man braucht Werkzeug, man braucht Metroidvania übliche Fähigkeiten wie Enterhaken, dein obligatorischer Double Jump, der Wall Jump, den wir von Anfang an können. Ich weiß nicht, ob es in der Zukunft irgendwelche Dash-Moves à la Mega Man X10 geben wird.
Das konnte der Magier nicht, die Gegner so schön stunnen. Was er aber konnte, ist in die Fresse verbrennen. Au. Ja, ich habe vergessen, es gibt Pfeilen in diesem Spiel. Mhm. So, wie benutzt man das Kräutergelump? Okay. Ressourcen aufsammeln, ähnlich wie bei Monster Hunter. Man braucht Ressourcen zum Wiederherstellen von seinen Fläschchen. Wenn man diese Ressourcen nicht mehr hat, dann stellt man an dem Bonfire auch keine Fläschchen wieder her. Der Kerkerhammer. Schuldloser Splitter. Ist das nicht das? Das Ding, das dauert relativ lange, so circa 6 Stunden, bis man die Dinger benutzen kann. Da muss man so Steine einsetzen. Und ich würde sagen, wir versuchen die Lore, ich will jetzt nicht sagen, zu verschieben. Aber auf die nächsten Episoden so ein bisschen. Sonst müssten wir jetzt ins Inventar gehen und die ganzen Gegenstände lesen. Hey, ich bin der Letzte, der dagegen ist. Aber lasst uns einfach mal diese Episode jetzt einfach mal ein bisschen nutzen, um das Spiel so ein bisschen kennenzulernen. Mal um zu schauen, wie das so ist. Ich kann es nicht zweihändig halten. Alright, ich kann es nicht zweihändig. Okay. Ja, super wenig Salz, was die Gegner hier geben. Also abgefahren wenig. Es lohnt sich... Ich habe mich gerade geheilt. Es lohnt sich nicht im geringsten hier zu farmen. Also es ist wirklich das Dümmste, was man machen kann. Man muss hier Meter fahren. Weil... Farmen ist absolut heinblöd. Es macht null Sinn. Man muss diese Gegner hunderte Male töten, bis man irgendwie ein Level abkriegt. Also hier muss man... Du musst einfach Strecke machen, bis du an die Stelle kommst, an die wir vielleicht es noch schaffen in dieser ersten Episode. Vielleicht auch. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir da jetzt noch hinkommen könnten. Mal schauen. Grundsätzlich war der Magier auch ein Nahkämpfer. Ich weiß, klingt komisch, ist aber so. Seine Waffen skalieren halt mit seinen Angriffswerten. Hier unten ist ein starker Gegner, wenn ich mich nicht richtig... Wenn ich mich nicht richtig erinnere. Aber er konnte natürlich logisch zaubern. Ist ja ein Magier. Und seine Zauber waren mächtig, mächtig. Besonders die Elektro- und Feuerzauber haben halt echt dicke Löcher hinterlassen bei den Gegnern. Holy shit. Also ich habe so manch ein Boss, ja, definitiv nicht gewone-shottet, aber ja, ich habe ihn sehr gut zu Tode kiten können. Ich weiß nicht, wie das mit einem Nahkämpfer sein wird. I'm very interested to see how I die. Ja, das sind diese, man kennt diese Krieger, glaube ich, auch aus Soul and Sanctuary. Die sind krass. Die haben fiese Moves, aber wenn man sie erstmal auswendig gelernt hat, dann geht das. Wir versuchen den nicht nochmal. Wir heben gleich unser Salz da auf und dann ist gut. Ich will mit euch an eine bestimmte Stelle kommen, dass wir einfach mal ein bisschen Mechaniken kennenlernen hier in dem Spiel. Ja, genau. Man kann den ganzen Scheiß nochmal durchsuchen, obwohl man es schon gemacht hat, weil man eben gestorben ist und die Welt ist zurückgesetzt worden. Alle Ressourcen sind wieder da, alle Steinchen können wieder von vorne umgekippt werden. Pipapo, tralala, alle Beeren können neu gesammelt und so werden. Und ich tue mich total schwer mit der Wahl einer Waffe für unser Let's Play. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen Hybrid fahren. Ich hatte überlegt, einen Speer zu spielen, weil der mit dieser Lanze umgehen kann. Und ich hatte das Gefühl, dass die Lanze richtig viel Spaß macht. Dann hatte ich überlegt, vielleicht einen Schilfländer zu spielen, weil der eine geile Katana hat. Und die Katana haut auch ihrem Namen echt gerecht wird, die fetzt rein, Alter, da wächst echt kein Gras mehr, haha. Hab mich dann aber für was Saudummes entschieden, weil ich dachte, naja, seid ihr von mir gewohnt. Also spielen wir jetzt einen Nahkämpfer erstmal und skillen volle Karacho auf Zweihänder. Das Problem ist, in Soul and Sanctuary waren Zweihänder extrem imbalanced. Die waren wirklich richtig doll stark. Ach, und es gibt keine Geisterfledermaus mehr, die mit eurem Salz davonfliegen will.
was bei Sprungpassagen, Toten, Angelegenheiten wirklich wahnsinnig geil ist. Dankeschön dafür. Ich habe erst nach 8 Stunden oder so, oder mit 8 Stunden Spiel habe ich trotzdem nur ein Zweihänderschwert gefunden. Ich frage mich, wie unbalanced das hier sein wird. Und es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden, indem wir es benutzen. Ablegen, ablegen. Alles, was ich nicht kenne, kommt weg. So, jetzt müssen wir doch ein bisschen lesen. Und zwar nämlich das hier. Goldene Kerze. Eine goldene Kerze in strahlendes Tuch gewickelt. Ein Orientierungslicht in der Dunkelheit für andere Inquisitoren. Mehr Spieler. Leite die Suche nach einem Operateur ein. Kann nicht von Magiegezeichneten benutzt werden. Bronze. Ähnelt den zeremoniellen Dochtlöschern, die in der Liturgie verwendet werden, aber... Okay. Okay. Die Kerze unter Dochtlöscher. Bricht jede aktive Gruppenjagdsuche ab. Okay, die eine ist eine... Aua, jetzt kommt ein Boss und ich falle hier erstmal runter. Jetzt kommt, das ist eine Multiplayer-Suche. Stimmt, das Ding gibt's ja hier. Ja, auf jeden Fall ruhen wir uns aus. Das ist sozusagen zum Multiplayer-Suchen und es gibt noch mehr Multiplayer-Gegenstände und manche Sünden und Verbrechen starten schon. Kann ich eigentlich mit dem Schild... Ja, okay, das ist cool, aber... Ja, okay, aber kann ich parieren? Gut, vielleicht kann es auch nicht jedes Schild. Damn, bra. Sieht so geil aus. Ich kann scheinbar nicht parieren. Das wird da nicht zufällig stehen, oder? Streitachs und Schild aus Schmiedeeisen. Blockkosten. Ja. Also wenn ich das hier mache, taucht ja kein neues Symbol auf, was mich vermuten lässt, dass ich nicht parieren kann. Aber gleichzeitig war da doch so eine Animation vorhin, die so aussah wie eine Parade. Wenn ich jetzt X drücke, heile ich mich. System, Einstellungen, Eingabe, links, rechts, oben, runter, Angriff stark, Waffe tauschen, springen, interagieren, ausweichen, spurten, abblocken, okay, Gepäck, Gegenstände benutzen, ihr seht hier meine Einstellungen übrigens, ich habe jetzt irgendwie nichts von blocken. Oh, sehr witzig. Hallo, erster Bosskampf. Das ist Uruks Ohrenkette. Er sammelt Ohren. Ja, jeder sammelt irgendwas. Ja, sein Sprungangriff ist voll scheiße. Ich bin Krieger, ich vergesse das ständig. Da muss ich erstmal wieder mit der Steuerung so ein bisschen klarkommen. Oh Gott, die Fat Roll. Ah, die Fat Roll, Alter. Ja, Stamina fehlte für den Wegroller. Ja, das ist... Ich habe extra gewartet mit dem Aufstehen. Nee, er ist zu fett zum Rollen. Eine Sache kann das Spiel sehr, sehr gut. Und das ist die Hitbox. Das ist mir schon beim... das ist ja zum Beispiel ein Sprung, ne? Und wenn er einen Low-Step macht und ich bin gerade in der Animation des Sprunges, wird mich der Low-Step nicht treffen. Das muss man wirklich sagen. Also die Hitbox ist... Digga, mir juckt das Nasenloch, Alter. Kannst du mal...
woanders drum nerven. So. Jetzt. Ich find's auch gut, dass man unter ihm durchlaufen kann. Ey. Na komm. Ja, der ist am Anfang sehr gruselig und vielleicht schaffen wir ihn trotzdem nicht. Dein Ernst? Und warum sollte das jetzt nicht gegangen sein? Wenn es doch sonst immer ging. Hä? Springt er jetzt flachwichsiger oder was? So, da seht ihr, wir verbrauchen diese Kräuter hier. Ne? Und wenn wir jetzt jedes Mal hier drauf gehen und 5 Flaschen verbrauchen und wir kriegen da an der Pflanze aber immer nur 2 Kräuters zurück, dann wird's schwierig. Ja, ja, nerv woanders. Ich verstehe nicht. Nee, Alter, ich darf das nicht blocken, Mann. Das ist übrigens eine Kernfähigkeit meiner Klasse, dass ich blocken kann. Und ich stelle gerade fest, dass ich das nicht darf, ey. Wie geht das nochmal? So. Alter, what? 15 Damage? Halt mal die Äxte fest. Nee. Das war kein gutes Timing, habe ich selbst gerochen. Jippidu, wir haben auch noch so Brandbomben, weiß ich, aber ich habe die ja rausgelegt. Ich muss mir das erstmal durchlesen, was ist, bevor ich das auf ihn schmeiße. Kostet ja auch alles Ressourcen. Also es ist nachher so, dass man von allem genug hat, keine Sorge. Es ist tatsächlich ein bisschen schwierig vielleicht am Anfang, wenn man jetzt hier zu oft stirbt. Uff, sagt er, so. Und wo ist der, oh, ein Glück hat er den nicht gemacht. Ich habe eigentlich mit so einem ganz fiesen Spin-to-Win gerechnet. Dass er nochmal so ein Uppercuts macht, aber... ich wusste, dass ich den reinkriege, aber ich weiß nicht, manchmal bin ich auch dumm und mache Sachen mit Absicht, obwohl... Ihr kennt das alle, ne? Don't put your dick in crazy und trotzdem macht man es, weil sie scharf ist. Genau den meinte ich, den Uppercut. Wie ich ihm einfach nochmal vor die Knie rolle, damit er mir eine reinballern kann, ey. Ist das nicht nett von mir? Komm, sag, dass das nett ist. Ah. Okay, wir sind beide ein bisschen verwirrt. Was hältst du davon? Wir fangen nochmal von vorne. Okay, also nicht. Ja, ist okay. Du willst dich nicht staggern lassen. Ich habe das schon verstanden. Au, meine Fresse. Kannst du dich mal wieder ein bisschen beruhigen? Ich fürchte, das macht ihn nur noch wütender. Sag mal. Jetzt kriege ich gar keinen hier mehr rein, oder was? Ey, der hört aber auch nicht mehr auf mit seinem Spin to Win, ne? Digga, ich bin kein Magier, ich habe nichts Fernkampf, Mann. Ich muss da ran. Es wird ja richtig laufen mit der Klasse, Alter. Ich merke das schon. Ich habe keine Ahnung, was wir da gerade alles aufgehoben haben, ey. Aber was ich weiß, ist, dass ich mit euch zurück zum Lager will. Ja. Munition haben wir gekriegt. Das regeneriert sich, weil man... Hier ist die Kräuter wieder, ne, zum Heilen. Weil das auch eine Ressource ist und ihr könnt Munition verbessern. Ihr könnt sie auch wechseln. Ihr könnt Steinschleuder, Bogen, Armbrust, Pistole, glaube ich auch. Bogen geht auch. Könnt ihr alles benutzen. Aber jetzt leveln wir erstmal auf. So. Ihr seht, wir kriegen ein bisschen Gesundheit dazu. Automatisch. Und wir kriegen 3 Schwarzstein. Hießen die nicht mal Schwarzperlen? So, bevor wir irgendwas machen, gehen wir jetzt einmal trotzdem ganz kurz ins Gepäck und gucken uns das hier an. Das sind nämlich Artefakte und die kann man finden und farmen. Wir haben ja den hier gekriegt, das ist der Glücksbringer und hier kriegen wir nochmal Nahkampfschaden. Deswegen rüsten wir den aus auf diesen Slot. Bra. So, wir rüsten den aus auf diesen Slot. Ne, verschiedenste Bosse hinterlassen verschiedenste Artefakte, die haben ein Level und eine Seltenheitsstufe. Man hat nachher wirklich
Viele Artefakte. Das macht dann gar keinen Spaß, mir die zu löschen. Blutbeere. Die pralle essbare Frucht einer blühenden Talpflanze. Iss sie, um deine geringe Menge Gesundheit zu regenerieren. Die Flecken des Saftes bekommst du nie wieder raus. Das verkneife ich mir jetzt. Also pass auf deine Kleidung auf, Inquisitorin. Ein einfacher Sprengsatz. Davon habe ich vorhin geredet, Mann. Verkorkte Tonkrug, unter dessen Korken ein Stück Öltuch als Lunte hervorlungt, explodiert beim Aufprall und richtet schweren Feuerschaden an alle Gegner in mir. Wird später sehr, sehr nützlich. So, kann man auch herstellen, aber wird richtig nützlich nachher bei einem bestimmten Boss. Eine verdorbene Splitter aus kristalliner Reinheit, gestohlen vom verzerrten Herz eines Magiers. Was? Zerschmettert ihn, um dich von der Magiezeichnung zu regenerieren und wieder eine körperliche Form anzunehmen. Ne? So, dann kriegen wir auch wieder Full HP, aber ich glaube, dann können wir auch im PvP invaded werden, aber ich bin mir nicht sicher. Ein verkorkter Glasbehälter, der undurchsichtig aussieht. Ah, ist eine Giftbombe. Was will man dazu sagen? Das wollte ich sehen. Ein Klumpen aus schimmerndem, dunklem Mineral. Darin flackern Visionen des Himmlischen auf. Wie ein Fragment verborgener Göttlichkeit. Benutzt ihn am Trifaul-Götzenwild im Aschhändlertal, um neue Möglichkeiten im Fertigkeitenbaum freizuschalten. Oh mein Gott, that's so fucking nice. Gefälschte Besitzurkunde. Eine gefälschte Besitzurkunde für ein bescheidenes Stück Land im Königreich Alterstein. Wer auch immer diese Fälschung kauft, sollte sich auf eine böse Überraschung gefasst machen. Scheinbar handelt es sich um ein Produkt, das man verkaufen kann. Es gibt auch ein Bestiarium. Und das ist ganz cool, weil da könnt ihr sehen, was Gegner hinterlassen. Ne? Also manche Gegner hinterlassen Gegenstände. Und wenn ihr die Gegner getötet habt, dann ist da ein Fragezeichen. Ich finde das echt nice. Ich mag Bestiarium. Ich finde das auch bei Soldiers geil. Also wir kriegen ein bisschen mehr Damage. Kaufe ich. Wir kriegen ein bisschen Gesundheit. Kaufe ich. Und Zweihänder Klasse 1 kaufe ich. Wir machen jetzt erstmal Zweihänder Klasse 2 fertig. Und wir gucken mal, wie der einzige Zweihänder, den ich bis dato gefunden habe, funktioniert. Es ist noch ein Weg bis dahin übrigens. Aber ich wollte das jetzt einfach mal geskillt haben. Ich bringe das jetzt so schnell wie möglich auf Stufe 2. Und dann kümmern wir uns um so Kram wie Ausdauer und dass wir nicht mehr fett rollen in der schweren Rüstung, skillschwere Rüstung, weil jetzt bleiben wir jetzt dabei, behaupte ich jetzt mal, oder? Ich weiß nicht, wie sich Zweihänder anfühlt. Vielleicht ist es auch saudumm, mit schwerer Rüstung und Zweihänder herumzulaufen. Vielleicht ist es schlauer, besser eine Medium-Rolle zu haben. Wir werden sehen. Also grundsätzlich habe ich mir sagen lassen, funktionieren alle Klassen hier sehr gut. Einige sind stärker als andere. Magier zum Beispiel. Aber es soll wohl alles funktionieren. Ich muss sagen, von Salt and Sanctuary war ich anfangs ein bisschen abgeturnt bezüglich der Charaktergestaltung. Wie die Gegner und ganz besonders die Spielcharaktere ausgesehen haben. Ich weiß nicht warum, aber es stört mich nicht mehr hier in diesem Spiel. Entweder sie haben hier die Optik nochmal ordentlich aufgebohrt oder ich bin anspruchsloser geworden. Keine Ahnung. Oder beides. Beides. Total möglich. Digga, weißt du, wie umständlich Fernkampf ist? Ich habe gerade mein Gehirn schon wieder zermartert, wie man hier die Waffe ausrüstet. Und dann kommst du hier einfach angesprungen und gehst mir auf den Sack. So, die Grasmoor-Schlümpfe berühren wir hier an der Stelle, damit wir hier wieder spawnen können. Es gibt nichts, das wir wieder herstellen müssen. So, jetzt ist es nur noch ein kurzer Weg bis zum ersten Kernmechanik-Abenteuer in diesem Spiel. Wie soll man das anders beschreiben? Wir gehen da jetzt hin. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie man verborgene Türen öffnet. Ich glaube, ich habe erst ganz wenige gefunden und das war auch Glück, weil ich habe da mit Button-Mashing gearbeitet. Auf einmal ging die Tür auf. Yo, Bra, was ist los? Du siehst nicht gut aus. Gib mir das. Gib mir das! Ja, wenn ihr geglaubt habt, es dauert scheiße lange, bis man Kletterhaken kriegt. Nein. Gibt es nö.
Und jetzt seid ihr Spider-Man. Was ist das? Ein geliebter Götze. Aua. Wurfhakenmechaniken. Die sehen jetzt hier sehr schwammig aus, aber keine Sorge, sind sie auch. Ja, es, ihr werdet wissen, was ich meine, wenn ihr versteht. Wenn ihr spielt. Ja, es fühlt sich wirklich ein bisschen schwammelig an. Ich kann's nicht besser sagen. Silber, Asch und eine Brandbombe. Okay. Nehme ich alles. Ich nehme alles, Mann. Gib mir everything. Da müssen wir die Leiter runtertreten. Kennt man alles, ne? Das altes Rollenspiel. Gelumpe. Was jetzt abwertend klingt, aber gar nicht abwertend ist. Es funktioniert, die Mechanik. Wir wissen alle, was zu tun ist. Wir gehen dahin und treten der Leiter zwischen die Kiemen. Seite des Lasters. Weiß ich nicht, ob das... Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das ist. We'll see. Du brauchst 2 Herzen. Okay, alright. Ich glaube, ich war nicht hinter dieser Tür. Ich glaube, mit meinem Magier habe ich vergessen, dass diese Tür existiert. Das ist nämlich ein großes Problem hier in diesem Spiel. Es gibt so fucking viel zu entdecken und zu merken. Aber es gibt keine Minimap. Tada! Keine Minimap. Dieses Spiel schreit förmlich nach Minimap, Alter. Und es gibt keine. Und das finde ich persönlich sehr schlecht. Also das werde ich auch nicht schönreden. No Minimap finde ich nicht gut. Dann schalten wir die beste Abkürzung der Welt frei. Mega hat sich voll gelohnt. Oh my, what is dem? Der war fies versteckt, nicht wahr? Ein Herz eines unbekannten, namentlich bekannten Magiers. Ja, ich keine Ahnung, ob mein erster Charakter das hat. Es gibt hier wirklich viel zu entdecken. Holy shit. Einige dieser Kletterhaken zum Beispiel, ne? Die sind so gut versteckt. Was zur Hölle leuchtet da so rot? Aber nicht nur das, also auch Sprungpassagen, optionale Wege. Hier wird wirklich vieles belohnt. Suchen wird belohnt. Ist das dein Ernst? So einfach sind die Großen zur Tür. Ich hätte viel mehr Fernkampf benutzen sollen. Mein Magier kann ja auch Fernkampf ohne Mana. Ich weiß nicht, was das da oben ist. Da bin ich noch nicht hingekommen mit meinem Charakter. Nach 8 Stunden spielen. Wieder so ein klassischer Fall von, merkt ihr, dass da was ist? Ich glaube, das ist so eine Stelle, wo man einen Boss beschwören kann. Erona-Erz braucht man, glaube ich, für wiederherstellende Fernkampfwaffen. So, jetzt wird's spannend. Und wir sind gerade mal 48 Minuten in the game. Entschuldigung, 38. Oh, der schon wieder. Nein! Nein! Ich hau gleich deinen Boyfriend zuerst um. So, hä? Und mit wem willst du dir jetzt nachts das Lager teilen? Hä? Komm her. Ist jetzt gefährlich, an diese Tür heranzugehen, weil ihr kriegt einen auf die Fresse, weil die Gegner sehen euch, ihr seht sie nicht. Hat er den echt noch versenkt, ne? Was für ein kleines Arschloch. Ja, reden wir erstmal mit dem Typen und kicken die Leiter runter. Ach, es gibt keine Leiter, es gibt nur, ja, genau. Hey, du da. Wie im Kinderbuch. Du bist eine Inquisitorin, nicht wahr? Mit Magier-Bandritos und allem Pipapo, oder? Ja.
Hör mal, wenn du auf die Klippe direkt hinter uns kletterst, findest du ganz oben einen Baum, einen sprechenden Baum. Er hat mir erzählt, er wolle mit jemandem reden, der schon mal das Herz eines Magiers verschlungen hat. Hast du schon das Herz eines Magiers verschlungen? Nee. Dann ist es vielleicht an der Zeit, dass du deine Reise beginnst. In dem Torhaus unter uns findest du eine verbrannte Leiche mit einer merkwürdig magischen Verderbnis. Wenn du den Leichnam untersuchst, könnte er dich vielleicht zu einem Pyromanten führen. Okay, mache ich doch glatt, aber lass mich doch vorher an diesem Ding hier jerken. Alright. Ich möchte nämlich das hier aufheben und möchte meinen Safe Spot, meinen Respawn Safe Spot hier hinsetzen. Und jetzt gehen wir an dem verbrannten Typen. Ja genau, Ärzte sind Fernkampfsachen. An diesem verbrannten Typen herumdödeln. Und da steht geschrieben, Jagd auf namentlich bekannten Magier entdeckt. Verschlinge Arzantin. Gebiet Aschenflug, Stufe 1. Ich sehe einen Pyromanten, umwunden mit Höllenfeuer, der sich Arzantin nennt. Seine Flammen verschlingen Aschenflug und drohen es zu Staub zu verbrennen. Und wir sehen, wir haben ihn noch nicht verschlungen, da ist kein Haken drin. Folge der Spur des Kohleglut zum Pyromanten. Dann besiege ihn und verschlinge sein Herz. Und dann seht ihr schon, es gibt eine Ressourcen-Drop-Zahl. Und keine Sorge, wenn ihr kein Flammenpyrium kriegt, dann heißt das nicht, dass ihr nie wieder Flammenpyrium kriegt. Es heißt, dass ihr dieses Arschloch leider immer wieder jagen müsst, bis ihr das habt, was ihr wollt. Wie bei Monster Hunter auch. Das ist er. Niemand mag die Magier, auch die hier lebenden Gegner nicht. Das ist ziemlich stark. Kann ich mich da... Und auch leider sehr langsam. Diese kleinen Scheißer können bereits Ressourcen hinterlassen. Schuldloser Splitter. Ole, ole. Ja, von so einem kleinen Bastard, der immer wieder respawnt. Das sind Viecher, die hat der Magier beschworen. Die können Ressourcen von Magiern hinterlassen. Zum Beispiel... Okay, diesmal nicht. Diesmal hat er nichts hinterlassen. Ja, man kann sich zwischendurch bei einer Jagd heilen. An so einem Dingelchen. Digga, hinter dir. Der Typ mit der... Genau. Au, genau der. Okay. Was soll mir Blocken eigentlich genau bringen? Ihr habt das gut gemacht, ihr beiden. Ihr habt ihn toll abgelenkt. Ich bin sehr stolz auf euch. Jetzt verpisst euch, da liegt was Seltenes. Ein Gelsack. War ja klar, dass das irgend sowas ist. So, hier ist ein NPC da oben. Der ist auch sehr wichtig für uns. Den Göttern sein Dank, eine Inquisitorin. Ich bin von der Reise nach Aschenflug zurückgekehrt, nur um herauszufinden, was daraus geworden ist. Ich hatte sogar die Schutzsiegel des Dorfes ganz vergessen. Viele Türen sind unpassierbar, während mächtige Magier dort und ihr Unwesen treiben. Wenn du einen namentlich bekannten Magier vernichten kannst, und ich meine damit wirklich, sein verderbtes Herz zu verschlingen, dann erlangst du die Kontrolle über die Schutzsiegel des Dorfes. Viele namenlose Magier traben in Aschenflug ihr Unwesen, aber nur das verschlungene Herz eines namentlich bekannten Magiers öffnet dir den Weg. Durch dieses Schicksalssiegels. Also ich glaube, ich kenne 3 oder 4 Magier, die sich hier herumtreiben. Warum bist du hier? Verpiss dich. Ich habe mich doch gar nicht geheilt, oder doch? Habe ich mich zwischendurch geheilt? Nee, dann ich dir. So, wenn du in meine Nahkampfreichweite kommst, kriegst du einen auf die Fresse. Okay, vielleicht ist das Schild gegen Fernkämpfer ganz nice. Oh, den müssen wir knallen. Alter, bist du behindert? Wie viel Schaden machst du, Mann? Silber. Ein fucking Silber. Seht ihr, da unten prügeln die sich wieder, die Diener des Magiers und die Bewohner, sage ich mal. Die finden sich gegenseitig mega ungeil. Ach, da ist der Kloboy. Komm her, Kloboy.
Ja, ich bin so richtig gut. Hau meine ganze Stamina erstmal daneben. Nein, da wollen wir nicht in der Nähe stehen, wenn er das macht. Wir kommen lieber nochmal rauf. Das war ein schöner Treffer, hast du fein gemacht, jetzt stirb. So, Kollege. Komm her, du. Alright, okay. Was hast du eigentlich für Reflexe, du kleines blaues Arschloch? Fick dich mit deinen drei Silbermann. Das ist der Gegenwert von nichts. Drei Silber. Ja, komm, mach. Oh, der ist hier? Ich dachte, der wäre schon eine Stufe weiter unten. Hallo, Magia. Ah, genau. Das ist super. Ich werde hier gesandwiched von euch beiden Boys. Ja, das war klar. Der Sturzschaden wird mich umbringen. Das ist leider Gottes auch Sold in Sanctuary. Genauso wie Sold in Sacrifice. Sehr viele unfaire Momente wie diese hier. Damit, es ist leider so, dass besonders schlimm ist es, wenn man durch Türen geht und man kriegt dort so katastrophal einen auf die Fresse, dass man irgendwie 20 Trillionen Kilometer weggeschleudert wird. Und die Viecher sind auch scheiße, weil die haben so ein Automat. Danke, ist genau das, das haben die. Die berühren euch und danach ist erstmal animalische Step-Party angesagt. Genau das haben diese Viecher. Das ist. Aber wo sind denn meine Seelen? Oder mein Salz? Liegt das ernsthaft jetzt da unten? Weil das wäre eigentlich so gar nicht gut. Weil das würde bedeuten, dass das Spiel ernsthaft euer ganzes Salz beim. Oh Gott, echt das Ding getrunken. Bei eurem Kadaver hinterlegt. Und es gibt hier Passagen, die sind sehr hoch, bra. Das heißt, man fliegt da richtig lange runter, bis man wie so ein Wassersack aufklatscht. Was dann wiederum bedeuten würde, man müsste sehr weit runterlaufen, um seinen Scheiß zu holen. Wo sind... Ach, da ist es. Hey, bra. Warum konntest du nicht die beiden Pimmels beschwören? Den Typen jetzt, ernsthaft. Hoffentlich habe ich genug Stamina für den Stunlock. Ja, ist gerade so. Oh, sorry, wir kämpfen gleich weiter. Hier ist was. Hä, war da nicht was Blaues? Azantin, der nie endende Zorn. So, jetzt hört er auf wegzulaufen. Jetzt ist Bosskampf. Ah ja, der ist im Nahkampf. Ist er gefährlicher als im Fernkampf? Frag mich nicht. Komm schon, Stamina! Komm zurück! Jetzt schieben wir ihm den Dolch zwischen die Rippen und essen sein Herz. Und da seht ihr schon den coolen Loot. Sieht so ein bisschen aus wie bei Destiny, gefühlt. Und dann haben wir jetzt... Wir haben eine Menge gekriegt eigentlich. Also gefühlt. Und das ist der Magier. So sieht er aus. Und der ist ganz schön sauer. Du elender Narr! Ich brauche die Flamme, ich brauche den Zorn. Wieso hast du meine Wut unterdrückt? Warum? Das ist meine Pflicht als Inquisitorin. Ich habe dich gerecht. Ich habe die gerecht, die du getötet hast. Der Zorn des Feuers läutert und du willst die toten Blätter rächen? Champion des Aschehaufens, der sich... Was? Osenlachstal schimpft? Was zum Fick? Ich brauche Feuer. Ich muss sie spüren, die Flamme. Es riechen das brennende Fleisch. Die Kälte ist unerträglich, stirb doch. Ja, dass wir drüber geredet haben. So, jetzt haben wir richtig Material und gehen damit jetzt einkaufen. Ah! Ich kann keine Mädchen stimmen. Kreischende Teenies, die zu Pinky gehen, oder wie hieß dieser komische Brandladen?
Zurück zum Lager. Yes, please. Oh my. Man muss sich diese Routine antrainieren, diesen Busch anzufassen. Und wenn jetzt Fernkampfwaffen doch ein bisschen geiler sind, dann muss ich auch mehr antrainieren, diese Erze ständig anzufassen, die da auch sind. Jetzt können wir hier so ein bisschen... Können wir so ein bisschen... Miau. Brah. Ich hab was. Und wie ihr seht, wir können jetzt bei ihm einkaufen. Wir können bei ihm kaufen leichte Rüstung Klasse 2. Oder Schild und Schwert der Rotnarben. Wir benutzen Schild und Schwert, das könnten wir jetzt bei ihm kaufen. Wir haben die Klasse 1 und man sieht auch, das Ding hat flammende Klinge. Klinge mit Flammen, sodass die Gegner in Brand gesetzt werden. Ach, Tränke, die Klinge. Da oben habe ich nicht gesehen, diese zwei Wörter. Ich wunderte mich. Was ist das? Klinge mit Flammen, sodass die Gegner in Brand gesetzt werden. Komischer Satz, aber wird schon passen. Ich habe das Tränke, die nicht gesehen. Beschwöre Flammenausbrüche aus der Erde empor. Eine Stahlklinge mit pyromantischer Essenz und ein furchtbares Lederschild. Wie weich ist denn das Leder? Hochklinge. Ja, Katana Krams. Beide machen 100% Feuer. Flammende Klinge und eine aus lebendigen Flammen eines Pyromanten geschmiedete Klinge. Sie fühlt sich heiß an, denn der Knauf enthält flüssiges Magma, das die Klinge unter den passenden Umständen in Brand setzen könnte. Oh my. Das sind die Waffen des Magiers. Die skalieren mit Arkan, wie man sieht. Das skaliert mit Stärke, Langklinge. Ich bin wirklich versucht, Langklinge zu nehmen, weil ich glaube, das ist... Also es gibt tatsächlich Zweihänder, ne? Wir haben es ja auch schon geskillt. Und es gibt die Langklinge. Und ich bin versucht, vielleicht nicht mehr weiter in Schild und Schwert zu skillen, sondern in Langklinge, wenn das in Reichweite liegt. Wurfmesser Klasse 1. Glücksbringer erhöht die maximale Gesundheit. Ein Metallring mit einem eingefassten goldenen Edelstein. Er ist unangenehm. Erhöht die Feuerabwehr. Das ist sehr, sehr praktisch zu haben. Dolch. Verstärkt Feuerangriffe. Und da haben wir hier noch eine Trophäe. Dieser Gegenstand zu besitzen vergrößert deine Trophäensammlung in deinem Zelt im Ablasshändlertal. Ich weiß nicht, wo mein Zelt sein soll. Keine Ahnung. So, das Ding braucht ein brennendes Herz. Diesen selten. Und der leider auch. Oh, das ist aber schlecht. Angriff ist 13,8. Puh. 24,1. Langklinge Klasse 2. Oh, das könnt ihr knicksen. Das ist weit weg. Das ist ja direkt schon Klasse 2. Ey, wir haben Magier umgekracht. Gut gemacht, Inquisitorin. Also Tim wird seine widerliche Flammen nie wieder in Aschenfolgen zünden. Wenn du es doch nicht getan hast, empfehle ich dir, alle Relikte, die du eventuell bei ihm gefunden hast, zur Schmiede Sakil zu bringen. Wenn du in diesen Ländern überleben willst, musst du lernen, die Essenz der Magier gegen sich selbst einzusetzen. Durch Karnifikation kann sogar die übelste Magie in ein Werkzeug der Rechtschaffenen umgewandelt werden. Mach die Jagd. Tschüss. Wir gehen jetzt leveln. Keine Zeit für sie. Fernkampfwaffen nehmen wir noch mit. Ich frage mich... Aber das müsste ja hier stehen. Ausrüstung. Info? Nee. Wurfaxt Klasse 0. Okay, das ist, es gibt tatsächlich eine Wurfaxt Klasse. Na gut. Leveln, Levelaufstieg. Wir wollen leveln, so viel es geht. Wir kriegen einen grauen Sternschein. Damit kann man auf dem Sphärobrett oder auf dem Skilltree Sachen zurücksetzen. Punkt. Genau. Ist das die Langklinge da? Warum ist denn hier schon Klasse 2? Wo ist denn Klasse 1? Das? Ich glaube, das ist keine gute Idee, was ich hier mache, aber... Ey, ihr kennt mich. den haben wir nicht gekriegt. You brother! Rück mal die Langklinge raus, Mann. Wir wollen das jetzt mal probieren. Gib mir das.
Ach so, das ist durchgestrichen, weil wir... Ja, okay. Das hat nichts mit den Ressourcen zu tun. Es ist durchgekritzelt, weil wir es gar nicht benutzen können. Nicht heilen, dumme Haufen Kacke, Alter. Alright. Das ist mal nach meinem Geschmack. Oh yes. Mit richtig Brusthaaren. Hier kann man Gegenstände verbessern. Ne, zum Beispiel die Rüstung. Da brauchen wir die Aschpyrium. Und hier brauchen wir Flammpyrium. Aschpyrium. Vielleicht lohnt es sich, dass diese Klinge tatsächlich zu verbessern, die wir jetzt haben. Aber ich würde sie erstmal führen. Und zweitens brauchen wir noch eine Zweitwaffe, nämlich Schwert und Schild. Weil wenn wir auf magieresistente Gegner treffen, dann haben wir ein ernsthaftes Problem. Denn dann können wir nicht Schaden verursachen, sondern würden sie mit unseren Angriffen sogar heilen, weil das die Langklinge verursacht 100% Feuerschaden. So, bevor wir für diese Episode Endesense machen, gehen wir noch einmal nach dahin. Und der Feuermagier ist jetzt frei auf der Karte. Er ist eine roamende Kreatur. Es gibt natürlich so feste Spawns, wo man nachschauen kann, wenn man ihn unbedingt farmen will, weil man ihn so sehr vermisst hat. Ich krieg die Krise! Ja, das ist, wie gesagt, mein Hirnfurz, weil ich noch so halb in der alten Steuerungswelt drinne stecke. Ah, wenigstens ist das offen. Jo, wir wollen hier nochmal, ne? Aschflug. Es gibt hier in Aschflug noch so viel zu entdecken. Boah, es gibt... Ich habe meine 8 Stunden hier verbracht. So, der Baum will ja mit uns reden. Wir haben jetzt ein Herz verschluckt. Aber erstmal. Oh, nice. Habt ihr das gesehen? Und mit dem NPC müssen wir reden, das ist ein ganz wichtiger. Wie guckt er denn? Das Wesen vor mir ist würdig, meine Stimme zu hören. Und so wird meine Stimme gehört. Ich höre Schreie nah und fern und sie haben mich geweckt. Von Süden her nährt sich die Perversion der Realität. Ich spreche die Sprache des Spiegelportals. Wirst du nach Bol'Garan folgen? Ja. Eine zufriedenstellende Antwort. Begib dich nun nach Bol'Garan. Lösche alles aus, was Leben bedroht. Das ist eine Quest. So ganz nach meinem Geschmack. Au. Ich hab mir ein Knöchel gestaucht. Au. Noch ein Knöchel gestaucht. Was ist das für ein Scheiß? Hä? Okay. Ah, Mutti. Noch ein Knöchel gestaucht. Verdammt. Halt doch die Leiter fest, wenn du sie benutzen willst. Au. Oh oh. Was ist hier? Das sieht gruselig aus. Ach so. Ich glaube, das ist eines der... Verpisst euch. Eines der Orte, an dem man gegen so einen Magier kämpfen kann. Salzsplitter. Oh, eine schimmernde Knospe. Nice. Au. Ach so, hier sind wir. Hm. Okay. Okay, ist ja gut, dann sind wir halt hier. Mann. Wir müssen aber eigentlich, und es gibt hier keine Schnellreise innerhalb der Karte, mit dem NPC reden. Sag mal, hatten wir nicht auch irgendwo eine magische Tür? Siehst du, es fängt schon an. Siehst du, kennst du? Ich weiß schon nicht mehr, wo diese Tür war, wo man, berühre das jetzt, wo man nur ein Herz brauchte. Bist du das? No. Verschlinge noch ein Herz. Alright. Es zählt mit. Damn, bro. I like it.
Ich werde trotzdem lang zwei Hände auf zwei skillen, weil ich wissen will, wie das abgeht. Das ist nicht fair. Wartet, ich will mein... Ich habe meinen Power Move gar nicht aufgeladen. Ihr könnt nicht einfach angreifen, bevor ich meinen Power Move aufgeladen habe. Ey, ist das geil, Alter. Das Ding macht ja richtig Spaß. Was zum Hölle kann dann erst der Zweihänder, Mann? Ist er dreimal so lang? Damn. Einfach so ein One-Shot. Nice. Ah, ich sollte das vielleicht berühren. Glaub mir. Guck mal, wie schnell sich das der Große anders überlegt hat. So, wir kommen jetzt in diese Tür rein. Ach, die leuchtet grün, wenn man die Herzen hat. Ah. Ja, es ist ein bisschen kompliziert mit dem Seil. So, wenn du einen Magier von hier... Ey, Digga, ich hab das schon gemacht. Ach so. Ach so, er will vielleicht, dass ich hier drinnen den dicken Blob kaputt haue. Oh, und schon vorbei die Power Fantasy vom One-Shotten der Gegner. Es ist so... Ich hasse dich so sehr. Aha. Es ist doch einfach... Hast du die Reflexe gesehen, Mann? Kannst du mal sterben? Langsam nervt's. Steht ihr auch noch mal auf? Boah, es gibt so viele Wege nach Rom hier in dem Spiel. Auch diese Hütte hier alleine schon. Gutes Leder. Ist das nicht das, was ich brauche, um mehr Munition zu kriegen? Stahlrapp. Ach so, das ist die Startausrüstung von der Fechtklasse. Was bringt das, dass ich das hier abkürze? Nee, keine Abkürzung hier in meinem Leben. Okay, vielleicht doch. Nein. Okay, vielleicht doch. Komm hier, Bro. Das gibt's doch nicht. Nicht genug Stamina, Alter. Wow, das macht Schaden. Lässt sich nicht von hier öffnen. Okay. Und der Letzte, der sich beschwert. Was ist das? Ist das eine Tür? Nee, es ist einfach nur eine Wand. Hm. Dafür waren also diese... Aspurium, Brandbombe, Giftbombe. Das ist gut. Ja, das ist, da kannst du schon die Scheiße kochen. Da gehen wir mal ganz kurz nochmal. Aber hier kann die Scheiße auch schon kochen. Kompliziert. Ja, ich fürchte, wir müssen weiter hoch. Lass das. Ach, so kommt man... Ah, sehr gut. Da war ich, da wo es rechts unten blubbert. Das war ein Beschwörungsstein zu einem stärkeren Boss. Ah ja, okay. Wir kommen gleich wieder in der Stadt unten an. Und diese Abkürzung hätten wir schon von vornherein benutzen können. Seitdem wir den Enterhaken haben. Von diesem Speer sprach ich, von dieser Waffenklasse. Die ist echt toll, die macht richtig Spaß. Sieht sehr flashy aus. Wir können uns jetzt auch ein Kräuterfläschchen bauen. Oh mein
Gott, sieht das stylisch aus damit. Miau. Ah, ist einfach cool. Ja, ich freue mich. Haben wir jetzt einen Fehler gemacht? Hätte ich da irgendwo... Ich hätte dagegen treten müssen, ne? Ja. Ah. Das nicht gesehen, aber jetzt müsst ihr euch das auch nicht mehr mit antun. Ihr habt ja eine ungefähre Vorstellung jetzt von dem... ich wollte euch in der ersten Episode zumindest eine Vorstellung von diesem Spiel geben, was hier auf uns zukommt. Ich weiß, die Optik ist unter Umständen ein bisschen... vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber man freut euch, ey. Ich werde hier die krassesten Ausraster erleben. Der Frustfaktor hier kann manchmal mit mir echt durchgehen. Du hast es geschafft, du hast den Schutzsiegel gebrochen, die Tür geöffnet. Endlich kann ich zurück nach Hause. Endlich kann ich zurück nach... Ja, dann... Hau ab, Mann! Vielleicht hätten wir nicht mit dem Krieger starten sollen, weil der hat schon... den Schwert- und Schilden-Skillpunkt drin. Das ist natürlich dann ein wenig verschwenderisch. Das hat der Ritter nicht. Der Ritter hat... Aber auf der anderen Seite ist es... Ich weiß nicht, wie sehr sich das nachher im Endgame auswirkt, wenn man ein paar tote Skills rumliegen hat. Zumal die Skills ja auch Attribute geben. Okay, ich habe vielleicht den Fernkampfwaffen ernsthaft Unrecht getan. Aber ich musste sie als Magier auch nicht so oft benutzen. Ich konnte zaubern, ne? Das ist derselbe Trick, auf den du schon mal fast reingefallen bist, Alex. So, ich schalte jetzt nur noch die Abkürzung frei. Und dann ist hier aber Schluss mit los. So, gib mir das mal. Höhe! Das ist dieses Timing, ne? Dass die es immer noch schaffen, einen Angriff rauszukriegen und mich wahnsinnig zu machen. Übrigens mega gefährlich, im Sprung getroffen zu werden. Sollte man unbedingt vermeiden. Das mit der Leiter hier. Uff. War das hier, wo man so einen Kamikaze-Sprung hinlegen musste? Ja. Man hat das nicht gesehen. Ne? Also ich wusste jetzt, dass ich da hinspringen muss, weil ich das einfach entdeckt habe für mich selbst. Und wenn man jetzt hier hingeht und hier drauf drückt, passiert nichts. Wisst ihr warum? Weil wir den Boss noch nicht besiegt haben, der für diesen Stein zuständig ist. Denn das ist ein, das ist die nächste Stufe von eben diesem Boss. Der höherstufige Boss hat natürlich mehr HP, hinterlässt aber auch hochwertigeren Scheiß. Und das, ja. Man braucht das halt eben, um seine Waffen und Rüstungen und andere Sachen aufwerten zu können. Wenn man jetzt irgendwas findet, was man besonders lieb hat und man will das unbedingt weiter benutzen, dann braucht man die nächsthöheren Gegenstände, um das aufzuwerten. Liegen jetzt meine Leichenpunkte hier? Das ist ja echt super. Das ist jetzt wirklich sehr praktisch und Glück gehabt. Soweit soll es das aber gewesen sein für diese Episode. Ich bin mal gespannt, wie die Reaktionen sind von euch zu diesem Spiel. Da vorne spawnen wir da links, wenn wir in das Gebiet zurückkehren. Deswegen nutze ich die Gelegenheit und kehre ins Lager zurück und verteile einfach mal ein paar Stufen. Soweit soll es jetzt aber wirklich gewesen sein, bevor das noch länger wird und ausartet. Lasst mich gerne wissen, was ihr bis hierhin von dem Spiel haltet, ob es euch gefällt. Es gibt ja auch so Flaschenpost. Und es gibt hier Multiplayer. Man kann es im Koop durchspielen. Das ging schon mit dem letzten, das hätte ich vielleicht ganz am Anfang erwähnen sollen. Das ging schon mit dem ersten Spiel. Und das finde ich eigentlich ziemlich geil. Das rechne ich den hoch an.
aber was ich nichtsdestotrotz machen werde, ist, ich werde zwei Händler 2 skillen. Dafür braucht man 2 Punkte oder auch nicht. Nice, jetzt haben wir es schon. Perfekt. Zweihänder Klasse 2, ich bin sehr gespannt. Den Zweihänder finden wir nächste oder übernächste Episode. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was der so drauf hat, wenn man Stefan mit bestehender Ausrüstung. Kann es kaum erwarten zu sehen, wie der performt, wenn schon die Langklinge so mega krass ist. Genau, Stehvermögen, HP und Stärke, das wird unser Charakter. Und wir werden auch verbotene Runen skillen müssen. Und zwar sind die hier unten, glaube ich. Irgendwo sind die hier unten. Sensen ist ja geil. Das sind die göttlichen Glyphen, genau. Die wollen wir nicht, wir wollen die verbotenen. Ja, die verbotene Glyphe, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 5 Levels, bis wir da angekommen sind. Aber wir brauchen sie, damit wir die Fähigkeiten der Waffen benutzen können. Ne? Den Feuerball und das ins Feuer tränken etc. Das erfordert verbotene Glyphen. Bei dieser Waffengattung, andere Waffengattungen verbrauchen oder erfordern göttliche Glyphen. So, jetzt aber wirklich. Vielen Dank fürs Zusehen, meine lieben Freunde. Schreibt mir bitte eure Meinung. Macht es gut alle zusammen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.